Es gibt eine Szene in Returnal, da kommt man in diesen Raum und versucht, das Muster zu verstehen, mit dem diese Laserstrahlen den Boden abdecken. Im Spiel gibt es immer wieder so Situationen, bei denen man Sprünge genau timen muss, um Items zu erhalten. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Erst, wenn es zu spät ist, versteht man, dass es hier nicht darum ging, ein Muster zu timen, sondern schnell genug zu sein, um die Items aufzusammeln, bevor die Laser den Boden bedecken. Es ist ja so ein kleiner Witz zwischen Spiel und Spielerin. Es sagt, vielleicht beim nächsten Mal, wenn du wieder zurückkommst. Ich bin zweimal zu Returnal zurückgekommen. Als das Spiel vor 3 Jahren auf der neuen PS5 rausgekommen ist, habe ich das ehrlicherweise für einen Grafikblender gehalten. Mir ging dieser Trend irgendwie auf die Nerven, dass man aus jedem Spiel, das eigentlich so eine ganz normale Progression haben könnte, ein Roguelike macht, also ein Spiel, in dem man immer und immer wieder dasselbe macht. Für mich ist es bis heute ein Genre, mit dem ich nie so richtig meinen Frieden machen kann. Ich habe immer das Gefühl, mir wird Zeit gestohlen. Andererseits frage ich mich aber auch immer, ob nicht jedes Spiel eigentlich irgendwie so eine ewige Repetition ist. Bei Roguelikes ist die halt nur offenkundig. Trotzdem hat mich das alles irgendwie abgeturnt. Ich habe es bis ins zweite Biom geschafft, aber nie weiter. Ich bin dann Anfang 2023 zurückgekommen, als das Spiel für den PC erschienen ist. Ich hatte schon eine ähnliche Erfahrung mit Sifu gemacht, diesem Kung-Fu-Roguelike, bei dem man immer und immer wieder durch dieselben Level muss. Auch bei dessen PC-Release war ich damals zurückgekehrt und habe dann so einen mittlerweile reingepatchten Easy-Mode angestellt, das Spiel durchgespielt, mich dann wahrscheinlich zwar irgendwie um diese zentrale Spielerfahrung ständig zu sterben gebracht, aber man muss sich ja auch nicht jedem Spiel unterwerfen, finde ich. Returnal hat so einen Easy-Mode aber nicht, aber es gab auf dem PC dann Mods und Trainer und so, also habe ich mir ein bisschen mehr Schaden und Health gecheatet und das dann an einem Nachmittag durchgespielt. Ich fand es toll, also vor allem diese Mischung aus schnellem Third-Person-Character-Action-Game und Shooter gemischt mit Bullet-Helm-Mechaniken fand ich wirklich brillant. Aber wer hat wirklich die Zeit, sich da so richtig reinzugrinden? Und trotzdem holen mich solche Spiele dann oft wieder zurück. Ich habe nämlich im Jahr 2023 dann viele andere Spiele gespielt und war irgendwie so ein bisschen ausgebrannt. Dieses Jahr wollte ich mich auf ein paar weniger konzentrieren und habe dann einfach entschieden, komm, jetzt wo du das schon kennst, spielst du Returnal nochmal, aber diesmal ohne Hilfe. Und ja, es war eine komplett andere Erfahrung als vorher. In Returnal spielt man eine Astronautin, die auf einem fremden Planeten gelandet ist und ein seltsames Signal verfolgen will. Die Räume des Spiels sind so halb zufallsgeneriert, also es läuft immer nach ähnlichen Mustern ab. Und direkt von Anfang an treffen eigentlich zwei Stile aufeinander. Zum einen so ein düster Lovecraft'scher Space Horror, so ein bisschen wie Alien und Dead Space. Zum anderen so ein ganz hektisches Bullet-Hell-Geballer, das man schon aus den anderen Spielen von Housemarque, also dem Entwicklerstudio, kennt. Diese Mischung aus Terror und Geschwindigkeit, die führt irgendwie zu so einem ziemlichen Anspannungs-Gameplay, vielleicht so ein bisschen mit Armored Core 6 zu vergleichen. Was es noch ein bisschen interessanter macht, ist die Adrenalin-Mechanik. Je weniger man getroffen wird, desto besser wird die eigene Waffe. Das heißt, das Spiel treibt einen dazu an, perfekt zu spielen. Denn jeder Treffer setzt einen massiv zurück. Gleichzeitig kann man die eigene Gesundheit nur steigern, indem man mit Full Health Health-Pickups aufhebt. Das heißt, obwohl das so aussieht wie so eine wahllose Schießbude, muss man das eigentlich eher mit dem Mindset von einem taktischen Soldaten spielen. Also man kann zwar mal einen Treffer erleiden und den ausbessern, aber es ist viel, viel besser, sich slow and steady aufzupumpen, genau zu überlegen, welchen Gegenstand man aufnimmt und vor allem zu lernen, wie die Gegner sich bewegen. Nachdem man diesen nassen Dschungel am Anfang überwunden hat, geht es dann in die rote Wüste. Die eigene Wahrnehmung weitet sich irgendwie, wo man vorher noch so nach unten in die Nässe geschaut hat, scannt man jetzt diesen Himmel ab, man versteht, dass man in Deckung gehen kann, man lernt die Waffen besser kennen und man ist auch stärker zielgetrieben. Man soll jetzt einen Turm hoch, aus Turok wird so ein bisschen Journey, die Gegner werden härter, das Spiel verzieht seine Fratze weiter, es wird in seiner Abgründigkeit auch auf einmal wunderschön, also nach diesem traumatisch klaustrophobischen werden wir auf einmal so ein bisschen zum Wüstenrave angestiftet. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Shooter kenne, der Gegnerdesign und ihre Angriffe so toll durchdenkt und inszeniert, dass man wirklich verschiedene Farben von Projektilen irgendwann voneinander unterscheiden kann, deren Muster wiedererkennt und sich da wie eine Tänzerin durchbewegt. Also man ist immer, während man das spielt, eigentlich selbst erstaunt, zu was man in der Lage ist. Und wie bei den Souls-Spielen zum Beispiel geht es darum, eine eigene Haltung zu entwickeln. Also man muss sehr schnell reagieren, ja, aber man muss auch einen kühlen Kopf bewahren. So verrückt wie die gegnerischen Attacken aussehen, so einfach ist es oft, ihnen auszuweichen. Es gibt für jedes Rätsel schon irgendwie eine Lösung. Und was mir jetzt so langsam klar geworden ist, während ich das nochmal gespielt habe, ist, ich konnte mich an all
das hier gar nicht mehr erinnern. Aber ich hatte das ganze Spiel ja schon mal auf easy durchgespielt. Und es ist so ein seltsames Dilemma, das ich bei Videospielen schon lange spüre. Erinnerungen scheinen, für mich zumindest, oft durch Schmerz zu entstehen. Also ich kann mich zum Beispiel bei Splinter Cell Blacklist nur an ein Level noch erinnern, das ist eins, in dem ich unzählige Male gestorben bin. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Ding, also so eine Game-Over-Neuroplastizität, die da entsteht. Dark Souls ist vielleicht durch die Tode eine so prägnante Spielerfahrung. Bei Breath of the Wild sticht die Insel heraus, auf der man alle Gegenstände verliert. Bei Mario Sunshine die Passagen ohne die Pumpe. Bei Last of Us 2 dieses Häusergebiet mit diesen scheiß Hunden. Kann natürlich auch sein, dass es eher so eine Art Mere-Exposure-Effekt ist, also das, was man oft gesehen hat, daran erinnert man sich. Aber ich habe schon das Gefühl, das kommt zusammen. Das, was man oft gesehen hat und wo man oft auch gestorben ist, das ist meistens das, an das ich mich erinnern kann. Und weil mein Returnal Run mit Cheats ja so einfach war, konnte ich mich an die späteren Biome zum Beispiel oder an die Bosse gar nicht mehr so richtig erinnern. Also ja, vielleicht muss man sich dann doch einem Spiel stärker unterwerfen, als ich dachte, auch wenn wir ja in so einer Zeit leben, wo sich jedes Spiel irgendwie in die eigene Lebensrealität reinzecken will mit seinen DLCs und Microtransactions und irgendwelchen Countdowns, die dann erst am nächsten Tag wieder abgelaufen sind, damit man eine weitere Runde spielen kann. Also oft habe ich auch das Gefühl, es gibt so eine Art Sunk-Cost-Fallacy, also man muss das Spiel dann irgendwann mögen, weil man es so lange gespielt hat. Oder, und das hatte ich letztes Jahr bei Lies of P oder Lords of the Fallen auch irgendwie, dass man ja wie so ein Junkie hier dem Kick nachjagt, also alles muss jetzt so schwer sein, dass man es unbedingt schaffen will für diesen kurzen Dopamin-Boost, nachdem man sich ja dann trotzdem irgendwie total leer fühlt. Also ein komplexes Verhältnis habe ich zu dieser Art Spiel. Auf jeden Fall zeigt sich irgendwann, dass ab Welt 3 das richtige Returnal anfängt, weil man jetzt vor dem Abfuck steht, dass man durch die zwei vorigen Welten ja durch muss, bevor man in diese dritte kann. Das Interessante ist jetzt, dass sich sowas wie eine Art Spiel im Spiel einstellt, nämlich die Frage, wie gründlich gehe ich denn jetzt durch diese vorigen Welten, die ich ja schon so ein bisschen kenne. Also power ich mich da übelst auf, sodass ich dann den Boss in Welt 3 schaffen kann, oder mache ich das schneller? Schneller heißt, dass man Abkürzungen nimmt, und das war für mich so ein bisschen der coolste Teil des Spiels. Also nicht wirklich zu grinden, sondern immer die erste Abkürzung zu nehmen, dann passiert nämlich was Witziges, man ist mit einer richtig beschissenen Waffe auf einmal in Welt 2, wird aber am Anfang aufgelevelt, sodass, das ist eine Mechanik des Spiels, die nächste Waffe, die man bekommt, auch gut sein wird. Das heißt, man hat jetzt zwei Optionen. Man schießt mit dieser Schrottwaffe durch Gegnerhorten, bis man eine neue Waffe findet. Oder man rennt wie bekloppt an den Gegnern vorbei, bis man eine Truhe findet, macht die dann auf und rennt dann wieder zurück und mäht alles nieder. Diese Art von taktischen Entscheidungen sind eigentlich das Metagame von Returnal. Und während man sich darum Gedanken macht, grindet man dann automatisch quasi so ein paar Stats hoch und die Biome werden einfach ein bisschen einfacher und einfacher. Und irgendwann hat man dann auch den dritten Boss im dritten Biom geschafft. Und dann denkt man, gut, das war's jetzt wahrscheinlich. Aber dann kommt der große Twist. Achtung, Spoiler für Returnal. Das Spiel fängt nochmal an. Und es regen sich Zweifel an der Erzählung. In der Zwischensequenz sehen wir nämlich, dass unsere Astronautin wieder zurück auf die Erde gekommen ist. Sie wird alt, sie stirbt und sie ist zurück im Dschungel. Der sieht aber ein bisschen anders aus und irgendwie werden auch die Gegnertypen jetzt so ein bisschen geremixed. Ab hier wird Returnal dann wirklich sackschwer. Das vierte Biom geht noch, aber das fünfte ist dann wirklich ultra brutal. Und das Gefühl, das sich hier einstellt, ist irgendwie besonders perfide. Weil man weiß, wie schwer es in Biom 5 wird, spielt man jetzt in Biom 4 jeden Raum, holt jedes Item. Diese Laissez-faire-Taktik aus der ersten Hälfte des Spiels mit dem sofortigen Abkürzen, die geht gar nicht mehr auf. Man braucht Erz, man braucht Items, man muss die Waffen hochgrinden. Und hier stellt sich dann jetzt eben so eine neue Angst ein. Man hat nicht nur Angst, alles nochmal machen zu müssen, man hat auch Angst, seinen hochgegrindeten Charakter zu verlieren. Hier habe ich dann irgendwie am stärksten an mir und an dem Spiel gezweifelt, weil die neuen Areale auch irgendwie Reskins der alten sind. Also man fragt sich so ein bisschen, was soll ich hier eigentlich noch lernen? Geht es nur noch um den Grind? Und an der Stelle merkt man jetzt, dass es besser ist, nicht so verbissen zu sein. Dass es besser ist, Pausen zu machen und vielleicht morgen nochmal wiederzukommen. Die ewige Wiederkehr, Returnal ist eine Mischung aus Return und Eternal, ist ein Thema, das uns alle als Menschen betrifft. Einerseits ist es kulturell und religiös schon seit Jahrtausenden eine Sache. Der frühe mesopotamische Weltschöpfungsmythos Enuma Elish dreht sich zum Beispiel schon um diese Frage vom Erben und Vererben von neuen Göttern, die aus den Alten entstehen. In Hesiods Theogonie fressen sich die griechischen Götter und gebären sich wieder im Hinduismus und im Buddhismus. Geht es um Geburt und Wiedergeburt. Jesus steht irgendwann wieder auf, wird zum jüngsten Gericht erwartet bei Platon.
gibt es die Idee der unsterblichen Seele. Bei Nietzsche kommt die Idee der ewigen Wiederkunft in Zarathustra auf. Bei Camus liebt es Sisyphos, den Stein immer wieder auf den Berg hochzuschieben. Der DLC von Returnal heißt übrigens Tower of Sisyphos. Und dass uns das Konzept der ewigen Wiederkehr so beschäftigt, liegt bestimmt an unserer genuinen menschlichen Existenzerfahrung. Also jeder Tag ist ja irgendwie ein Reskin des Tages davor. Prozesse laufen zyklisch ab. Der Sonnenaufgang fühlt sich anders an als der Sonnenuntergang, der dann aber auch vom Sonnenaufgang abgelöst wird. Und zwischen zwei Lebensruns liegt ja dann auch eine Regenerationszeit der unbewussten Träume. Und auch unsere Lebensstrukturen sind wiederkehrend. Wir erkennen unsere Eltern in uns, uns in unseren Kindern. Dein Vater hat dir Radfahren beigebracht, du zeigst es jetzt deiner Tochter. Unsere Existenz ist ein ständiger Kreislauf mit kleinen Veränderungen. Wir sind nicht unsere Eltern, aber manchmal erkennen wir sie in unseren Verhaltensweisen. Returnal ist ein Spiel, das genau das thematisiert. Es geht um das Trauma der Erziehung und das Trauma der Schuld. Bosse im Spiel stellen die Eltern der Astronautin dar. Sie selbst hat in einem Unfall ihr Kind verloren. Und Returnal ist jetzt der Versuch, unterbewusst oder auch bewusst durch diese Prozesse zu arbeiten und stellt uns auch die Frage, ob wir je damit fertig sind. Ob es nicht doch, wenn wir denken, wir haben schon alles verstanden, nochmal einen neuen Ansatz braucht. Manchmal braucht es einfach Zeit. Wie das Grinden der Waffen. Manchmal muss man besonders aufmerksam sein, wie in schweren Bosskämpfen. Manchmal geht es doch nur um Instinkte. Sind unsere Eltern sauer auf uns, weil wir unser Kind vernachlässigt haben? Haben wir unser Kind vernachlässigt, weil unsere Eltern so distanziert waren? Returnal erinnert in dieser Struktur sehr, finde ich, an den Film The Swimmer von Frank Perry, bei dem wir auch irgendwann merken, dass wir nicht glauben können, was wir sehen und wir auf einmal richtig feststellen, dass wir ja komplett jetzt hier in der Symbolebene hängen. Manchmal kann man zirkuläre Krisen nur überwinden, wenn man andere um Hilfe bittet. Das Returnal Reddit ist voll von Hilfesuchen. Gerade Welt 5 bricht die meisten Spieler und Spielerinnen. Wenn du da durch bist, dann schaffst du auch den Rest, habe ich da oft gelesen. Und mir hat das auch sehr geholfen. Am meisten die Tipps defensiv spielen, in Deckung gehen und den Elektro-Pylon-Schießer benutzen, der Gegner quasi vergiftet. Und dann hat es irgendwann auch geklappt. Ich war dann durch mit der fünften Welt, ich bin in die letzte Welt, in die Tiefen gestiegen und hier sind wir jetzt komplett im Unterbewussten angekommen. Und das war total leicht, ich bin da durchgeglitten, ich habe den letzten Boss direkt First Try gemacht. Und diese ganze letzte Welt ist irgendwie nochmal so ein Moment der Reflexion. Worum geht's eigentlich in diesem Spiel? Was hat man gelernt? Hat das Spiel diese wiederkehrende Struktur tatsächlich gut genutzt oder habe ich mich einfach irgendwie so anfixen lassen, dass ich mich dem untergeordnet habe? Was habe ich erlebt? Was habe ich gelernt? Ist das vielleicht jetzt eins meiner absoluten Lieblingsspiele? Ist das der beste Shooter, den ich kenne? Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss ich nochmal neu anfangen.